Essen bekommen haben für mehrere Tage, dann haben die uns schon gewogen und geguckt, wie viel Gewicht wir verlieren und wie viel wir schon verloren haben, wie lange wir noch durchhalten können und so weiter. Und das war auch für die so wie so ein Experiment auch. Da waren ganz viele junge Ärzte, Ärztinnen, die auch alles notiert haben und mit beobachtet haben. Diese Ärzte, das ist ja auch noch so eine, die haben ja auch eine extreme Mitschuld eigentlich, oder? Da gab es ja Ärzte, die auf jeden Fall immer wieder geschaut haben, wie weit kann man noch foltern? Ja, also in diesen ganzen Foltern waren immer Ärzte beteiligt. Nicht um uns jetzt zu beschützen oder dass wir uns besser fühlen, sondern die haben halt mitgemacht, damit die Folterer an ihre Grenzen gehen konnten, ohne dass wir sterben. So. Und wo ich an den Ketten hing zum Beispiel, da kam ein Arzt 2 bis 3 Mal am Tag, da hat er sich mein Herz angehört, mir die Fingernägel angesehen, in die Augen geschaut und so weiter. Und wenn er okay gesagt hat, dann haben die mich wieder aufgehangen. Also, das war in Kandahar, ne? Das war jetzt in Kandahar. Aber in Guantanamo war das jetzt nicht anders. Ich meine, wenn wir durchgehend 3 Monate in Isolationshaft waren und so gut wie gar nichts zu essen bekommen haben. Wir haben ja pro Mahlzeit 1/2 Scheibe Toastbrot bekommen im Isolationshaft, also insgesamt 1/2 in 24 Stunden. Und Wasser natürlich. Auf jeden Fall kam der Arzt alle paar Wochen und hat uns abgecheckt, ob wir das noch aushalten oder nicht. Es gibt so einen Aspekt, der haben wir gar nicht so viel drüber gesprochen gehabt, aber ich hatte mit Sascha viel drüber gesprochen, dass es eben so zu dem Thema physische Gewalt so, das ist für mich der Fokus, als ich dich auf den Aufzeichnungen von Helmut Kuhn, dem Autor von deinem Buch oder Co-Autor, gehört habe, da hatte ich noch eine andere Stimme gehört so und ein bisschen anders hast du einfach gesprochen. Und was mich so am meisten beeindruckt hat, ist eben, was bei aller Stärke, die Murat auch hatte, natürlich eine Psyche verändert, wenn man eben monatelang in der Isolation war, keinen Orientierungspunkt hat als Mensch. Also die Kraft, physische Folter auszuhalten, war jetzt für mich immer, das ist eine Sache sozusagen, und das ist ein ganz, ganz anderes Thema sozusagen, da habe ich weniger den Fokus drauf gelegt. So. Aber das, diese Techniken, wie man einen Mensch dazu bringt, dass der nichts mehr hat, woran er sich festhalten kann erstmal im Leben, also da verändert sich der Mensch, je länger er in einem geschlossenen Raum ist. Es gab da irgendwie einen amerikanischen Richter, der irgendwie gesagt hat, dass es da Fälle gibt von Leuten, die würden es noch nicht mal einen Tag aushalten, also wo da eben Leute, die einbrechen. Und da seine Reaktion und wie er da trotzdem noch bei sich geblieben ist, war auch immer die Arbeit sozusagen da mit Sascha, also die Stimme von Murat oder das, dem so nah wie möglich irgendwie zu kommen, also diesen Eindrücken, die ein Mensch hat, in Verhörszenen zumindest. Wie hast du dir das erarbeitet? Ja, ich hab ja geübt und geprobt und hab versucht, mich darauf einzulassen und habe auch so, Versuche gemacht, so mit mir selber einfach, weil ich dann irgendwie so gedacht habe, haben wir irgendwie eine Stelle gelesen, irgendwie, dass Leute 24 Stunden einem Lied ausgesetzt sind. Und dann bin ich mal zu Hause gewesen, die Familie war nicht da und habe mir ein Lied 100 Mal angehört. Und das war echt verrückt, ich habe auch ein Lied ausgesucht, das ich mochte. Das war noch schlimmer daran. Und wie das mich abgestumpft hat, wie blöd ich da wurde. Obwohl ich wusste, ich habe irgendwie 25 Mal ausgerechnet, wie lang das geht. Der Track, der geht 6 Minuten 12, wenn ich ihn 100 Mal angehört, sind es also 612 Minuten. Das sind also ungefähr 10 Stunden. Jetzt habe ich 3 Stunden, noch 7 Stunden. Und ich hatte einen ziemlich guten Kopfhörer, ein geschlossenes System nennt sich das, für Tonaufnahmen. Und das Kabel war 3 Meter und das war mein Radius. Ne? Und da musste ich irgendwann mal aufs Klo. Und das hat eben nicht bis zum Klo gereicht und wollte mir nicht in die Hose machen. Aber ich habe 2 Stunden lang damit verbracht, bis ich auf die Idee gekommen bin, dass ich in den Eimer reinpinkeln kann, der da in der Ecke steht. Ne? Den habe ich gar nicht gesehen, weil ich so abgestumpft war von dieser Dauerpenetration und der Musik und so. Und solche Sachen habe ich schon auch gemacht, aber ich habe dann auch irgendwann gemerkt, irgendwie, dass das halt ein Versuch ist. Ne? Das ist, ich komme da nicht ran. Ich komme da nicht wirklich ran, so mit Selbsterfahrung, weil das halt immer der Aspekt von der Unabsehbarkeit nicht da ist. Ne? Ja, man muss ja auch noch wissen, dass in Guantanamo die Leute, bevor sie einer Musik ausgesetzt wurden oder was ähnliches, dass sie schon davor
jahrelang oder monatelang schon gefoltert wurden und immer eine mickrige Mahlzeit hatten und schon also ständig 24 Stunden immer am Hungern. Und dann kommt immer irgendwas Neues dazu. Das ist das Schwierige eigentlich. Schlafentzug und so weiter, das ist jetzt, glaube ich, in dem Film nicht mit drin. Mit der Musik schon, der Schlafentzug, den war so schwierig zu zeigen, sozusagen, aber das war halt immer zumindest der Versuch, dass Sascha Murat haben sich getroffen und ich habe ihm schon gesagt, hör dir mal an, wie Murat redet, dann lass uns irgendwie versuchen, schauspielerisch eine Situation zu kreieren, wo du dich im Moment gibst, du hast lange nicht geschlafen und sowas, so kommt eine Mischung zusammen. Es ist halt immer einerseits eben die Verantwortung, da hat es jemand wirklich irgendwie erlebt, so, der weiß, was es heißt und andererseits kann man es über Versuche probieren, aber man kommt nie in diesen Moment rein, weil da gibt es immer jemand, der sagt so, ich kann jetzt nicht mehr, ich mag nicht mehr oder er weiß ja auch, er kann sich auf mich verlassen. Das ist halt das auch so zum Dreh, also das ist natürlich es ist ein Unterschied, wenn wir Szenen aus einer Jugend von in Bremen von Murat drehen, die können auch mal schwerer sein, mal leichter. Es ist ein anderer Umgang, als wenn man eben mit was umgeht und sagt, du sitzt jetzt hier in dem Raum und hörst eine Musik so ständig. Das ist vielleicht ja nicht belastend, aber da spürt man halt so ein gewisses Gewicht so, wo mir halt irgendwie, wo ich wusste, ich will dem gerecht werden, aber gleichzeitig so gibt es immer den Widerspruch, dass wir es nur nachstellen können. So. Letzte Frage vielleicht. Mhm. Der Film trifft ja jetzt auf eine sehr, auf eine extreme Situation auch in Guantanamo. 8 Wochen Hungerstreik, also das ist eigentlich auch mal wieder eine Zeit, wo er ganz gut ankommt. Was glaubt ihr, wie er hier in Deutschland aufgenommen wird und warum ist er wichtig? Die Frage, wie der aufgenommen wird, das kann ich schwer sagen. Ich weiß, die Leute, die ihn bis jetzt gesehen haben, denen er gefallen hat, dass sie beeindruckt waren und dass sie mehr über Murats Fall wissen wollten und ihn auch sich einfach mehr dafür interessieren haben. Und das finde ich erstmal wichtig, weil ich finde es schon wichtig, dass man die Mittel, mit denen man Terrorismus bekämpft und da unschuldige Leute mit reinkommen, oder grundsätzlich, aber wie wir als Gesellschaft mit so einem Problem umgehen, mit so einer Angst auch in unserer Gesellschaft, die muss man schon kritisch hinterfragen. Und ich finde, dafür kann ein Film schon einen Beitrag leisten. Wie gesagt, die Leute jetzt, merke ich auch in anderen Gesprächen, dass sie anders auch auf Murat als Mensch reagieren. Und das war zumindest mein größter Wunsch mit dem Film, dass man da einen Mensch wahrnimmt und nicht irgendwie einen angeblich Verdächtigen hinter Pressebildern sozusagen. So. Und das ist, wenn das gelingt so, oder weiter gelingt, wäre das toll. Das Buch ist halt da, damit die Leute wissen, was Sache war und ist und was in Guantanamo abläuft. Darum geht es eigentlich. Und nicht darum, dass die Leute ein besseres Bild über mich haben und dass sie mich als einen besseren Mensch kennenlernen, als sie sich was für Anstand mit Vorurteilen halt. Aber die Tatsache, dass sie über die Wahrheit berichten, bedeutet ja auch, dass diese Ungerechtigkeit, die sie empfinden müssen, ja, da zu Unrecht 5 Jahre gesessen zu haben und auch das, was von den Taxifahrern erzählt wird, ja, ich meine, das ist doch was, wo man wahrscheinlich echt ein Problem mit hat. Wenn man so ein bisschen ich habe kein Problem damit. Also ich habe absolut gar kein Problem damit. Menschen haben freie Meinung. Es stört mich nicht, wenn jemand mich für einen Terroristen hält und dafür hasst. Ich meine, wenn er sich die Mühe nicht macht und sich genauer erkundigt, dann ist es sein eigenes Problem. Das stört mich nicht. Es geht hierbei um die Zukunft, dass es in Zukunft nicht mehr passiert, dass ähnliche Fälle nicht mehr passieren, dass Menschen nicht gefoltert werden in Zukunft oder dass Menschen einfach nicht, andere Menschen einfach so mal foltern können, dass es denen schwieriger gemacht wird in Zukunft, dass Politiker Folter nicht unterstützen. Darum geht's. Was passiert ist, ist passiert. Ich bin gefoltert worden und das kann nicht rückgängig gemacht werden und darum geht's eigentlich nicht. Also ich habe dieses Buch und so weiter alles gemacht, damit das in Zukunft, dass man vorsichtiger ist und dass die Menschen ein Auge drauf haben, was die Politiker machen und so weiter. Eben, das ist auch das, was mich stört. Mich stört eben, dass die in extremen Situationen wie das 2001 im Herbst war, dass eine kritische Haltung aufgegeben wird und dass man mitrennt mit irgendwelchen wie Lemminge irgendwo reinrennt und nicht mehr kritisch ist und sich nicht mehr fragt, stimmt das, kann das sein, ist das richtig, was wir hier machen? So.
dass jemand verdächtigt wird, grundlos verdächtigt wird und dass man das alles aufgibt, dass man nicht mehr da ist und fragt, ist das richtig, stimmt das, kann das sein? Und das ist, dass die Haltung, also dass das die Haltung gefordert wird, dass man kritisch bleibt. Für mich gab es immer so auch den Punkt, die Frage, wieso geht denn jemand zu dem Zeitpunkt nach Pakistan? Und als ich es im Buch hatte oder wie wir es auch im Film erarbeitet haben und ebenso wie ich Murat kennengelernt habe, konnte ich es verstehen. Also wir haben ja auch darüber gesprochen, dass es naiv war zu der Zeit oder vielleicht ein Fehler. Mag sein, aber es ist nichts Böses gewollt gewesen und ich konnte seine Entscheidung zu sagen, ich will ein anderes Leben führen und einen Glauben annehmen, die konnte ich total nachvollziehen. Und das war was mir zum Beispiel in auch anderen Berichterstattungen immer so ein bisschen gefehlt hat, sozusagen, dass man dafür ein Verständnis eben entwickelt, dass das ein ganz menschlicher Wunsch war und eine menschliche Kraft, die dich das dann auch überstehen hat lassen. Ja. Ja, ich meine, selbst wenn jemand schuldig ist, ist es nicht gerechtfertigt, dass gefoltert wird. Und darum geht es eigentlich. Und ich finde, in Zukunft sollte es mehr Aktivitäten geben gegen Folter allgemein weltweit. Es ist ja nicht nur Guantanamo, wo gefoltert wird. Es gibt sehr viele Gefängnisse weltweit, wo Menschen heute gefoltert werden. Laut Amnesty International gibt es 21 Geheimgefängnisse, wo Menschen entführt werden und bis zu Tode gefoltert werden. Da kommt keiner mehr lebend raus. Und es gibt Gefängnisse in China, wo Menschen gefoltert werden und so weiter. Guantanamo ist nur eins von denen, was bekannt geworden ist. Und in Zukunft werde ich auch in dieser Sache immer weiterhin versuchen, aktiv zu bleiben und dagegen zu kämpfen. Egal in welcher Art und Weise.